Also das eigentliche Problem ist, dass in dem Moment, wo Leute in den Fraktionsgeschäftsstellen eben nicht nur dienstliche Arbeiten damit erledigen, und das ist etwas, was wir durchaus wollen, also es ist völlig klar, unsere Mitarbeiter hier werden nicht nur rein dienstlich aktiv, sondern das lässt sich irgendwie im Web 2.0-Anteil nicht mehr völlig trennen, dann ist das immer ein Eingriff in die Privatsphäre der entsprechenden Angestellten. Das ist erstmal ein Problem hier bei uns in den Fraktionen, aber es ist natürlich genauso auch ein Problem in der Verwaltung, und das wird dann sicherlich auch irgendwie angegangen werden müssen. Also die einfachste Lösung ist, wir protokollieren das nicht. Wir müssen das als Stadtrat nicht protokollieren. Die Protokollierung kann nur zum Ziel haben, dass man versucht, hier irgendwie herauszufinden, welche Mitarbeiter was genau auf der Arbeit machen. Im Zweifelsfall steht natürlich immer im Raum, dass wenn die Verwaltung in der Lage ist, technisch die politische Arbeit der Fraktionen zu kontrollieren, dass sie das auch tut. Und das ist eigentlich die größte Befürchtung. Das ist nicht das einzige Mal, wo die Stadt, ich sag mal, mindestens fahrlässig mit so Privatsphärendaten umgeht. Also sonst in den öffentlichen Vorlagen gab es Telefonlisten, wo dann auch schon mal private Handynummern drin waren von Alba-Mitarbeitern. Also da ging es um Winterdienst ganz konkret. Und da ist natürlich die Frage, warum muss die privaten Kontaktdaten von ganz normalen Mitarbeitern der Stadt, also wir reden nicht von irgendwelchen Managerangestellten oder irgendwer, wir reden ganz normal von Kraftfahrern, die so ein Räumding fahren, deren private Kontaktdaten waren halt in öffentlichen Unterlagen. Und die Verwaltung hat das auch nicht für so ein großes Problem gehalten. Und ich sag mal, Winterdienst ist nicht unbedingt ein konfliktarmes Thema. Also gerade wenn es dann nicht klappt, dann möchte ich meine Handynummer da nicht drin haben.